Hallo und willkommen zurück zu Life is Strange. Ja, dies ist mein Speicherstand, genau. Ich habe ja in der letzten Folge angekündigt, dass ich noch nicht genau weiß, was ich jetzt in dieser Folge mache. Und ich habe mich jetzt entschieden, nach diesem Hammer-Ende der vierten Episode und nach dieser Hammer-Episode überhaupt, tut uns eine kleine Pause mal gut. Und deshalb werde ich jetzt in dieser Folge Fotos sammeln und, ja, es ist also für euch quasi eine optionale Folge und ja, wenn euch das jetzt nicht liegt, dann müsst ihr halt leider bis morgen warten, bis es weitergeht oder bis übermorgen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich brauche. Ich gehe jetzt hier mal direkt. Hier sehe ich schon, 0 von 2 Fotos fehlen am Campus und das spielen wir jetzt im Sammlermodus. Haben keinen Einfluss auf das Spiel. Ja, nur Sammelobjekte werden gespeichert. Genau, genau das möchte ich. Und dann gucken wir jetzt mal, was uns da noch fehlt. Und wie wir das bekommen können. Da wir ja jetzt schon im entsprechenden Bereich sind und ich jetzt keine Leute ansprechen muss, außer um vielleicht Fotos zu kriegen. Also es gibt durchaus die Option, dass man Leute ansprechen muss, um ein Foto zu bekommen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht in allen Fällen so ist, sondern dass ich es meistens einfach nur übersehen habe. Oh, überspringen darf ich gerade nicht. Okay, muss ich warten, bis diese Szene abgelaufen ist. Ja, ich denke mal, in 2, 3 Fällen wird es schon so sein. Ach ja, genau. Wir haben gerade Nathan Prescott verpfiffen. So, jetzt schauen wir mal, was uns da fehlt. Also das kaputte Skateboard und der Typ, wobei ich meine, mich zu erinnern, genau, dass Nessie erwähnt hat, es ist die Statue. Es ist übrigens der einzige Hinweis, den ich jetzt gerade noch weiß. Also machen wir natürlich ein Foto von der Statue. Ich habe immer nach einem Typ mit Fliege Ausschau gehalten und der Typ mit Fliege ist natürlich die Statue. Okay, das war schon mal das Erste. Und ja, ist gut. Ich wollte das doch jetzt gar nicht anwählen. Ja. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Ja, das war jetzt die Nachricht von Warren. Und jetzt müssen wir ein kaputtes Skateboard fotografieren. Muss ich das erstmal finden? Oder vielleicht muss ich auch die Skater ansprechen? Das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall schauen wir uns da jetzt erstmal ein bisschen um. Da darf ich wahrscheinlich. Warren's waiting for me and his flash drive in the parking lot, so I better get back to my dorm. Okay. Ich wollte nur schauen, ob ich da vielleicht hinter kann. Hier haben wir ein paar Skater. Da darf ich mit Sicherheit auch nicht runter. Ich sollte mich auch nicht zu sehr darauf fixieren. Yo, Justin. Check out the mat. Come to thrash? Dass das Skateboard kaputt sein muss. Wir machen uns mal kurz beliebt. What's your first move gonna be? Jump? Ich überspringe das mal eben. Ach komm. Okay. We're done talking. Oh Gott. Alles gut. Yo, Justin. Check out. I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate or chip. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Ja, komm. Was will ich sehen? Ja. Keine Ahnung. I'd love to see a... Let's get Trevor. Das hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Dann mache ich das mal zurück. Vielleicht sehe ich eben irgendwas, wobei das Skateboard kaputt geht. Yo, Justin. Check out the mat. Ja, das kennen wir ja schon. I came to know. Host. Ja, komm. Oh, so. Ich will doch nur ein Foto machen, verdammt. Let's get. Ja, ich habe gerade schon gedacht, ich sollte mich nicht zu sehr darauf fixieren, dass das Skateboard kaputt sein muss. Das hat einfach was mit einem Skateboard-Unfall zu tun. Okay. Und damit habe ich diese beiden Fotos gemacht. Ja, die Fotowand. Das ärgert mich immer noch. Was hätte ich denn tun müssen? Um die Fotowand zu fotografieren.
Moment, jeglicher nicht gespeichert. Ja, das ist schon klar, das steht immer da. Aber ich habe ja die Errungenschaft bekommen, also sollte das Foto eigentlich gespeichert sein. Schauen wir mal. Ja, genau, da ist es. Wohnheim der Mädchen. Ja, genau, unsere Fotowand. Wie zum Henker kann ich die Fotowand fotografieren? So, ihr habt jetzt einen kurzen Schnitt gesehen, denn ich habe bei dem nächsten Foto schon mal geguckt und habe es nicht rausgekriegt und deshalb werde ich euch das jetzt hier alles immer so ein bisschen zusammenschneiden. Ja, ich dachte ja die ganze Zeit, ich müsste meine Fotowand fotografieren. Hier. Aber es geht gar nicht um unsere Fotowand. Ich bin jetzt also hier in den Schlafsaal gegangen. Halt die Klappe, Max. Habe schnell die Notiz von Dana gefunden, in der drin steht, dass sie den USB-Stick hat. Bin zu dem Zimmer, in dem Dana jetzt eingesperrt ist. Und erst danach habe ich jetzt die Option, Victorias Zimmer zu betreten. Und genau das sollten wir tun. Und das hatten wir ja schon mal. Und hier kann ich dieses Foto machen. Und zwar an dieser Wand. Und die kann man ein bisschen durcheinander bringen. Let's move this here. And this one there. A pattern is emerging. Und das fotografiere ich jetzt. Genau. Darum geht's. Es geht gar nicht um unsere Fotowand. So. Und damit wäre das auch geschafft. So. Können wir jetzt wieder rausgehen ins Menü. Und ich sag's euch gleich, auch beim nächsten sehe ich mich leider gezwungen nachzugucken. Denn auch da habe ich gerade keine Ahnung, auch da habe ich mal kurz reingeschaut und wollte eigentlich das Foto holen in der Aufnahme und habe dann festgestellt, nee, irgendwie, ich finde es nicht. Nämlich hier an der Klippe und ja, auch hier der Sammlermodus. Und jetzt muss ich mal kurz eben gucken, wie ich an dieses Bild komme. Wir sehen jetzt hier wieder eine kurze Cutscene. Ja, okay, alles klar. Das ist jetzt gar nicht so schwierig, dieses Bild. Hoppla. Ach, jetzt zickt mein Controller wieder. Es ist eine Frage der Perspektive. Und ich hätte es eigentlich total leicht hinkriegen können. Ich habe es aber nicht. Es geht nämlich um dieses Sonnenuntergangsbild. Das ist der gleiche Weg, den ich heute auf meinem Nightmare hatte. Genau. So, Mädel, auf geht's. Also ich wollte das gerade aufnehmen, bin da auch wieder hier rumgelaufen und habe einfach keine Stelle gefunden, wo ich diesen Sonnenuntergang fotografieren konnte. Und bin hier vorne rumgelaufen und das Problem ist, ich muss hier hinten rumlaufen, sodass Chloe quasi mit im Blick ist. Und jetzt kann ich ein wunderschönes Foto machen. Und damit haben wir alle Fotos aus dieser Episode geschossen. So. Beweis. Alle Fotos gemacht. Und dann können wir jetzt schon wieder zurückgehen ins Hauptmenü und können uns dann den nächsten fehlenden Bildern widmen. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich auch wieder einen kleinen Schnitt sehen, weil, also bevor ich da jetzt reinspiele, weil ich erstmal kurz mich schlau machen möchte. Bei Episode 2, ich gucke nochmal sicherheitshalber, aber da sollten wir alle haben. 3 von 3, genau, 2 von 2. Ja, da haben wir alles. Bei Episode 3 weiß ich es jetzt gerade gar nicht mehr. Hier, die Akademie am Abend. Da fehlt uns eins. Und es ist das Einzige. Ja, sehr schön. Aber dann geht es ja doch relativ schnell. Dann sehen wir uns dann gleich in der Akademie. Ja, und da habe ich jetzt auch mal schnell hingespielt, denn ich musste tatsächlich diese ganze Aktion mit der Rohrbombe nochmal machen, damit wir in das Büro des Direktors kommen. Und ihr erinnert euch, dieser scheiß Falke aus Bronze. Was habe ich darum gesucht? Das Problem ist, ich muss gar nicht den Falken fotografieren, ich muss Chloe fotografieren. Und ich hätte das so leicht erkennen können und hab's nicht. Deshalb. Say hello to my little friend. Say goodnight to the bad guy.
Ja. Ich bin halt immer zu fixiert auf das Motiv, das mir in der Skizze gezeichnet wird und gezeigt wird. Und dabei ist es ja immer nur ein Hinweis, hier ungefähr ist es. Und damit hat es was zu tun, aber ich muss nicht immer explizit dieses Motiv suchen. Ja, und der Hinweis war der Falke, aber ich sollte halt nicht den Falken fotografieren, sondern Chloe, die dahinter sitzt. Genauso wie mit dem Sonnenuntergang. Okay, dann wäre das jetzt auch geschafft. Und wir gehen ins Hauptmenü zurück. Und haben jetzt schon die meisten Fotos bekommen. Allerdings in der Episode 4, da fehlen noch einige Bilder. Gott sei Dank nicht in der Parallelwelt. Ja, hier im Erdgeschoss, da war noch ein Bild. Im Wohnheim der Jungs, in der alten Scheune und in der Schwimmbadparty. Also da habe ich ordentlich noch was abzuräumen. Und wir fangen mit Chloes Haus im Erdgeschoss an. Habe ich doch. Achso. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu schwierig wird. Gegebenenfalls muss ich auch da wieder hinspielen. Ach, diese Geschichte mit David, ja, genau. You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you, ever. Kann ich das irgendwie But vorspulen? I won't Nein, let kann ich anybody nicht. hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Okay. Hier weiß ich noch, fehlt uns, soweit ich weiß, das Vogelnest. Ach ja, genau, das war jetzt das eine Foto, was wir noch gemacht haben, von Chloe als Direktor. Und jetzt geht es hier in Episode 4. Genau, das Vogelnest, das fehlt uns. Und auch hier bediene ich mich tatsächlich der Hinweise, um das Ganze etwas zu beschleunigen. Ich dachte, ich müsste jetzt hier zum Tor. Muss ich nicht. Dann muss ich vielleicht um die Garage herum. Ja, das Problem ist, ich hätte das gerne in Ruhe gesucht und alles. Das wäre mir schon ein bisschen lieber gewesen. Das Problem ist, ich habe das versucht und habe dann für drei Fotos eine Folge gebraucht. Und also ich will jetzt hier nicht drei Folgen verbraten. Dafür, dass wir hier nur die Fotos einsammeln. Jetzt bin ich gerade schon wieder neugierig. Ich glaube, ich muss doch in die Garage. Also ihr seht schon, trotz Hinweise brauche ich ewig. Ja, dann habe ich das doch falsch verstanden. Ich dachte, das Vogelnest wäre außen, aber nein, das Vogelnest ist tatsächlich in der Garage drin. Da ist es. Da. Look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move his plank if I want to take the shot. Ja. Excuse me. Just. Das stört natürlich die Vögel mit Sicherheit, aber unsere Entscheidungen sind ja schon gefallen. Das heißt, es geht nur noch um das Bild. Another photo from my Arcadia Bay Wildlife Series. Sehr schön. Okay, jetzt bin ich allerdings gespannt, was uns da jetzt noch fehlt. Darkroom. Also was für eine Hammer-Episode, ich komme da immer noch nicht drauf klar. Wohnheim der Jungs, stimmt. Da war noch irgendwas, war da nicht irgendwas mit Warrens Zimmer oder sowas? Wo, genau, ich war nicht in Warrens Zimmer, aber ich hätte dort hingehen können. Irgendwie so, ich weiß es gar nicht mehr genau. So lame, they don't have co-ed dorms here. Yes, Jetzt schauen wir erstmal, was wir da genau because brauchen. in the room next door.
Good point. Wait here. Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Okay. Now I just have to find Nathan's room. Ich fand ja Nathans Zimmer auch ziemlich geil, muss ich sagen. Jetzt schauen wir erstmal, was wir da genau brauchen. Fußspuren. Ja gut, das ist dann, das hat dann nichts mit Warrens Zimmer zu tun. Are toilet paper wars mandatory in the dorms? Ich glaube eher, dass die vielleicht auf dem Gang sind. Muss ich jetzt echt die ganzen Zimmer ablaufen? Ach nee, bei Warrens Zimmer war das ja, glaube ich, so, dass ich da die Tafel hätte beschmieren können. Nobody here learned anything about bullying. Wobei, das ist, glaube ich, Daniels Zimmer. Hier ist das Bad. Kann ich wirklich gar nichts machen? Ich war mir jetzt fast sicher, dass das vielleicht hier am Toilettenpapier ist. Ich schau mal kurz. Okay. Alles gut, ich bin sogar schon an der richtigen Stelle. Das ist ziemlich verwirrend, weil darauf wäre ich, glaube ich, echt nicht gekommen. Ständig gucke ich aus dem Fenster. Bloß hier, wo ich soll, da mache ich es nicht. Mhm. Every photographer should have one blurry Bigfoot shot. Ja. Es ging einfach nur darum, die Fußabdrücke durch das Fenster zu fotografieren. Und zack, können wir schon wieder zurück. Ja, das schaffen wir jetzt noch in der Folge alles. Das ist jetzt, glaube ich, kein großes Problem. Was bedeutet, dass wir in der 5. Episode natürlich sehr genau aufpassen müssen, weil da möchte ich dann, wenn möglich, schon alle Fotos finden, wobei das wahrscheinlich richtig schwer wird. Das wird mit Sicherheit nicht leichter im Laufe des Spiels. Darkroom. So, was kommt als nächstes? Sind wir dann schon bei der Feier oder? Nee, in der alten Scheune, da fehlt noch eins. Ich der Meinung war. Holy shit, this is scary. Da habe ich doch die Eule fotografiert, oder nicht? Let's go find the best way in. Ich guck mal, was da jetzt gerade noch fehlt. Ich glaube, da war irgendwas, wo ich noch gedacht habe, ich hätte es gefunden und dann ließ es sich wieder mal nicht fotografieren. Fresh tire tracks. Wir kriegen so auf jeden Fall noch mal einen kurzen Überblick über verschiedene Bereiche, wo wir uns schon mal aufgehalten haben. Okay, jetzt schauen wir mal. Was brauchen wir denn? Ein Windrad. Ein Windrad. Ein Windrad. Das Windrad ist der Hinweis. Da ist das Windrad. Das ist der Hinweis. Gerade noch gesehen. Ich sollte den Vogel fotografieren. Okay, alles klar. Ach, das war's schon. Ja, schön. Das Laden der Bildschirme dauert tatsächlich länger als das Foto selbst. Aber jetzt brauche ich noch zwei auf der Party. Und ich weiß, da war irgendwas mit diesem Mond hinter dem Fenster. Alte Scheune, Schwimmbadparty, genau. Und das letzte war, ach ja, das habe ich ja gerade gesehen, das war ein Skelett mit einem Skateboard, etwas merkwürdig.
Ich werfe auch gerade schon mal einen kurzen Blick drauf, was ich tun muss. Deshalb, weil ich weiß, dass dieser Bereich hier doch etwas umfangreich ist und ich will nicht zu lange brauchen und anscheinend. Kann ich hier schon ziemlich am Anfang das erste Bild machen? Also, wir schauen jetzt hier gerade nochmal, was wir brauchen. Genau, den Mond und das Skelett mit dem Skateboard. Hier kann ich rein. Hier ist schon mal kein Fenster. Also, ein Fenster brauche ich auf jeden Fall. Ich will mich jetzt eigentlich gar nicht groß unterhalten. Ich will hier einfach wegkommen. Ich will hier keine Entscheidungen treffen. Ja, komm. Ich wollte doch einfach nur da rein. So. Wir müssen Nathan und ihn down. Bin ich jetzt schon zu weit gegangen? Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Es hieß am Eingang direkt wäre ein Fenster. Aber da habe ich jetzt gerade keins gesehen gehabt. Dann versuche ich jetzt erstmal das andere Foto zu schießen. Und das ist tatsächlich anscheinend auch nicht so einfach. Hier sind die Toiletten. Und in den Toiletten kann ich tatsächlich noch ein Bild machen. Da muss irgendwo... Genau, ein Graffiti an der Wand sein und man muss sich tatsächlich so hinstellen. Dass Logan, ich glaube Logan ist, das direkt dahinter steht. Genau. Okay, das war das Foto. Aber wie komme ich jetzt an diese... Muss ich da jetzt nochmal raus und wieder rein in dieses Kapitel? Ich glaube schon. Ich glaube, ich muss tatsächlich nochmal neu rein, weil ich jetzt gerade den Bereich nicht mehr verlassen durfte. Und dann holen wir uns das letzte Bild, was schon mal sehr bezeichnend ist, dass unser letztes Foto, das uns jetzt noch fehlt, wirklich dieser Doppelmond ist. Ja, ärgerlich, dass ich auch das hier wieder nicht vorspulen kann. Okay, Chloe, where the hell are you? Zwei Monde außerhalb der Fenster. Ja, aber es gibt ja hier nur... Ist da oben vielleicht Fenster? Da oben sind Fenster, Moment. Moment, Moment. Kriege ich denn das hin, dass ich die sehe? Da. Und wie soll ich das jetzt fotografieren? Ich kriege gar keinen Fotohinweis. Das ist es mit Sicherheit. Darf ich da einfach drum rumgehen? Nee, darf ich nicht. Da sind die zwei Monde. Das ist auch in meinem Hinweis, hier ist das auch der einzige Hinweis. Umdrehen, bis man die zwei Monde außerhalb der Fenster sehen kann. Aber wie soll ich das fotografieren? Ich habe nirgends die Option für ein Foto. Da muss ich zugeben, dass das echt ziemlich schwer ist.
Und jetzt stelle ich mir die Frage, muss ich vielleicht doch reingehen? Weil von hier aus geht's ja anscheinend nicht. Ich habe einfach, ja. Hey Max, welcome to. Ach, jetzt das wieder. Von hier aus kriege ich einfach diesen Blickwinkel nicht. Ich habe die Fenster auch nicht so weit oben gesucht, muss ich sagen. Ich bin jetzt einfach in die Halle rein und habe gedacht, okay, hier sind keine Fenster, also muss es doch draußen gewesen sein. Jetzt gehe ich dann doch mal rein. Normalerweise müsste ich ja jetzt von hier aus auch die Fenster sehen können, ganz genau. Hier, da. Jetzt kann ich das Foto machen. Alles klar, okay. Jawohl, und wir haben unsere Auszeichnung bekommen. Und zur Sicherheit schauen wir natürlich nochmal rein. Und wir haben jetzt tatsächlich in allen Episoden alle Fotos. Natürlich hätte ich sie gerne direkt geholt, aber einige habe ich ja gefunden und manche waren auch gar nicht so leicht. Da muss ich jetzt mich mal ganz kurz selber loben. In der nächsten Folge geht es dann aber endlich weiter mit Episode 5. Und ja, da freue ich mich drauf. Macht's gut. Tschüss.